Ich bin immer im Entspannungsmodus. Nee, das ist wie Heimspiel. Ja? Und ich sag mal, ich kenne da keine Nervosität oder sowas. Für mich ist das so wie, das ist mein Territorium. Ja, ich gehe da raus, da bin ich zu Hause. So ist das. Deswegen, das ist ganz entspannt. Ich freue mich drauf, von der Kette zu dürfen. Ich freue mich da wirklich drauf. Ja, wir haben gestern eine Probe gemacht. So 3 Stunden. Also wir proben das heute Abend. Ich sage mal so, das ist bei uns immer so, wir treffen uns kurz vor den Shows, machen dann vielleicht einen Tag oder so, das heißt aber dann auch nicht den ganzen Tag, sind da relativ faul, das heißt also, wird sich dann wahrscheinlich so um einen halben Tag einpendeln, die Hälfte von dem halben Tag, da wird dann nochmal ein bisschen gequasselt und geshakert und dann sage ich mal so, ein paar Stunden kriegen wir hin, also so 2-mal das Set durchspielen, dann ist aber auch meist auf dem Punkt. Und den Rest, den üben wir dann eben abends immer. So wie es eben sein muss, so, ne? Damit das alles noch seine Griffigkeit und sag ich mal, seinen Spaß behält. Das Ding ist, zu proben und das tot zu spielen, das Programm, bevor man auf die Bühne geht oder auf Tour geht, machen wir nicht. Einfach nicht. Nee, eigentlich auch nicht. Das Ding ist, wir arbeiten gerade am neuen Album. Normalerweise mache ich so die Basics bei mir drüben und dann, sag ich mal, mit Marcel schicke ich mir manche Files hin und her, wenn er Gitarren gemacht hat oder irgendwas, oder auch mal was an Songs geschrieben hat. Und ansonsten, sag ich mal, Ralf und ich schicken uns Text hin und her und addieren und machen. Und diesmal haben wir es so gemacht, dass ich tatsächlich rübergekommen bin, weil wir hatten mehrere Shows. Zum einen hier mit meiner Punkband, mit Mail, wir haben ja wieder was gespielt, waren auf dem Ruhrpott-Rodeo und so weiter. Und jetzt eben Mira Luna und dazwischen haben wir eben ein bisschen Leerlauf gehabt. Und da habe ich gesagt, dann lass uns die Tracks ruhig mit allen einspielen. Das ist also der neue Drummer Paul Keller hat die Drums eingespielt, die anderen Jungs eben ihre Parts und so weiter. Das heißt, das ist zum ersten Mal, dass wir so eigentlich im Studio zusammen arbeiten. So richtig in einem Raum. So. Nicht so nur über, wie sagt man das heutzutage, über Skype oder sowas. Oder, ja. Also das ist richtig so zum Teil im Raum entstanden, so mit allen. Das heißt, Ralf meist nicht, aber der kommt dann später nochmal ab und zu dazu. Wir haben alles gemacht, das ist das Schöne. Wir können uns da völlig treiben lassen und schön durch die, sag ich mal, Krups-Historie überall bedienen, die Schubladen aufmachen und ein bisschen so die Ingredienzen rausnehmen und addieren und ja, es macht Spaß. Aber ich sag mal, das neue Album geht allerdings eher in so eine Richtung, ich will es eigentlich nicht verraten, aber es wird auf jeden Fall eine gute... Nee, ich verrate es nicht. Aber es wird eine Rock-Elektro-LP. Okay. Ja. Wenn ich jetzt sage Industrial Metal, dann sagst du mir, okay, dann wissen wir, was das ist. Ich meine, sag mal so, es ist eigentlich Krups. Ja? Und das ist eben das Ding. Ich meine, wir haben die Musik erfunden, bevor es den Term IBM gab und bevor es Industrial Metal gab und bevor es was weiß ich. Wir haben die Musik ja schon gemacht, bevor die Leute irgendwie eine Schublade dafür gefunden haben. Was soll ich sagen, wo das hingeht? Das ist Krups, das ist einfach Krups. Und das hat Elektroelemente, hat Rockelemente. Ist auf jeden Fall auf die Fresse. Es ist keine. Plätschert nicht so dahin. Es ist auf jeden Fall was, sag ich mal, wir haben. Ja, Spaß an der Sache und das Ding ist eben, es greift. Ja. Tritt auch irgendwo in den Arsch. Ja, so wie das sein muss, wie wir das gerne machen. Einfach nach dem, was wir wollen.
Wir machen einfach, was wir wollen. Das haben wir schon immer gemacht. Das ist eigentlich das Problem. Wir haben uns ja immer verweigert. Wir verweigern uns ja in Marktgesetzen und sagen, okay, jetzt müssen wir zwei Songs von dem Album und zwei von dem Album und drei von dem Album. Wir machen einfach genau, was wir wollen. Und deswegen sind wir auch noch hier. Und deswegen, glaube ich, spielen wir hier die Headliner-Position heute Abend, weil die Leute es eigentlich gut finden, was wir machen, weil wir einfach machen, was wir wollen. Und die Setlist heute Abend ist auf jeden Fall, die geht ziemlich zurück bis in die Ursprünge und das, sag ich mal, Material geht bis zur vorletzten LP. Das heißt, wir spielen diesmal auch ein paar Songs, die wir nicht mehr im Programm haben werden in Zukunft. Das heißt, da sind ein paar ältere Nummern dabei, die werden wir wahrscheinlich entweder komplett rauskippen aus dem Programm oder für eine ganz lange Zeit rauskippen. Weil wir haben ja noch vor, ganz lange weiterzumachen. Ich mache super viel. Also ich habe gerade... mein Gott, okay. Ich mache Cleopatra Records, bin immer der Hausproduzent sozusagen. Hab gerade die neue David Hasselhoff LP abgehandelt. Und der Mann macht kein Shit. Wir haben ein bisschen verdonnert dazu. Lords of the New Church Songs, Jesus and Mary Chain, Echo and the Bunnymen. Also wirklich cooles Zeug. Und macht das auch richtig gut. Also man wird sich wundern, denke ich. Ansonsten Shirley King, B.B. Kings Tochter ist nur Album, also ist ein Blues-Album. William Shatner mache ich gerade ein neues Album, also der macht auch ein Blues-Album interessanterweise. Der spricht ja eigentlich nur, ne? Rezitiert oder trägt Texte vor. Aber in einer Art und Weise, sag ich mal, mit dem Blues funktioniert es wunderbar, das ist ja eigentlich eine Storyteller-Musik. Ja? Und das passt fantastisch, das ist richtig gut mit dem. Und ja, was mache ich noch? Alle möglichen Projekte. Also ich habe gesagt, Dale Bozio, die frühere Sängerin von Missing Persons, den mache ich gerade ein neues Album auch noch. Mein Gott, jede Menge. Also wie gesagt, steht alles Mögliche an. Aber jetzt müsste ich erstmal Krups LP fertig machen. Unten ist die Plattenfirma, die will mich gleich wieder irgendwie greifen und mir sicher gehen, dass die Deadline eingehalten wird. Was hört sie diesmal? Ich bin zuversichtlich. Ich bin ja so lange hier, bis das Album fertig ist. Also Ende des Monats ist angepeilt und bis dahin ist es verlängert. Und ich denke, das kriegen wir hin. Und dann wird das Album im November rauskommen, Tour im November und dann geht's weiter.